Hallo zusammen und schön, dass ihr euch heute eingeloggt habt und euch für den Beruf Kauffrau Kaufmann interessiert. Mein Name ist Michelle Zinniker und ich arbeite aktuell bei der UBS. Ich mache dort ein Praktikum. Und heute darf ich ein Interview mit der Mia Lehmann machen. Sie ist Kauffrau. Zuerst noch ein kleiner Hinweis zu den Fragestellungen. Am unteren Bildschirmrand findet ihr ein Feld, das heisst F&A. Und dort könnt ihr jederzeit eure Fragen hineinschreiben und ich probiere natürlich möglichst viel der Mia heute zu stellen. Also, vielleicht für den Anfang, dass sich die Zuschauer auch ein bisschen besser kennenlernen. Stell dich doch kurz einfach mal vor, wer du bist und was du machst. Okay, ja, ich bin Mia Lehmann. Ich bin jetzt im dritten Lehrjahr als Kauffrau. Ich arbeite bei der Mestle in Konufingen. Ich gehe zu Bern in die Schule. In meiner Freizeit mache ich gerne etwas mit Kollegen oder gehe ein bisschen raus an die frische Luft oder lese. Genau. Okay, super. Und jetzt, wie bist du auf diesen Beruf gekommen? Also was war der Grund, dass du dich für diese Lehre entschieden hast? Ich habe blöd gesagt nicht gewusst, was ich sonst machen soll. Und so ein bisschen geschaut, wo habe ich nachher die besten Chancen, mich irgendwie weiterzubilden oder etwas Neues zu machen. Und ja, im KV ist es ziemlich gross sozusagen. Also du hast ziemlich viele Möglichkeiten nachher. Und es ist jetzt auch nicht so ein Beruf, der so in den nächsten 5 Jahren oder so wird aussterben, weil es halt einfach einer ist, den du überall brauchst. Ein bisschen. Okay, ja, das stimmt. Hast du dich an verschiedenen Orten beworben oder ist es schwierig, eine Lehrstelle zu finden? Ich habe mich ziemlich vielen Orten beworben. Ich habe mich bei verschiedenen Reisebüros angemeldet. Was heisst angemeldet? Beworben. Nachher bei der Nestle. Bei beiden Firmen sozusagen, weil Nestle kann man unterscheiden zwischen der Forschung und der Fabrik. Ich einfach etwas, was ein bisschen international ist und nicht wirklich mit Zahlen zu tun hat. Okay, das heißt, du hast in dem Fall viel so ein bisschen mit Sprachen zu tun. Ist das so ein bisschen wichtig bei dir? Ja, ich habe viel lieber die Sprachen als die Zahlen und ich tue die Sprachen, die ich auch gerne anwenden kann. Zwar lieber Englisch als Französisch, aber ja. Was der muss sein, dann muss es das sein. Okay, ja. Jetzt so, wie sieht so dein typischer Arbeitstag aus? Also wenn du an, wenn du hörst auf und ja, was machst du den ganzen Tag? Das ist ein bisschen unterschiedlich. Also ich fahre immer am 7. Uhr an, weil dann habe ich neben Zeit dafür ab, also das heisst am 4. Aus dem Grund, damit ich nachher am Abend noch etwas für die Schule oder so machen kann, weil ich bin nicht der Mensch, der so dann am liebsten bis am Abend um 10 oder um 11 Uhr lehrt, das kann ich nicht. Und dann habe ich wie vor dem Nachtessen noch ein bisschen Zeit, noch ein bisschen etwas für die Schule zu machen oder so. Und kann man dann wieder den Rest vom Abend wie frei nehmen. Wenn ich komme, dann schaue ich mal, ja, was gibt es für E-Mails, die ich muss beantworten muss. Habe ich irgendwelche Aufträge bekommen? Sei es irgendwie eine Spendenübergabe machen von einem von unseren Produkten? Muss ich irgendetwas anschauen mit einem von unseren Märkten, also sei es Russland, sei es China, sei es Middle East, alles Mögliche. Ich schaue auch mit meinen Vorgesetzten, was kann ich machen. Gibt es irgendwelche Päckchen, die ich versenden muss? Gibt es Post, die ich machen muss? Wenn einer von meinen Mitstiften oder Oberstiften, respektive Unterstiften, nicht da ist. Also von dem her, das ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Okay, und was ist denn so deine Hauptaufgabe? Also du hast jetzt Päckchen erwähnt. Ist das so deine Hauptaufgabe oder was machst du so ein bisschen am meisten? Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich tue viel mit Kosten verrechnen von den Märkten, sei es irgendwelche Vernichtungskosten, falls irgendetwas nicht gut ist oder irgendwie so. Oder eben, wenn wir eine Produktion haben und der Markt von diesem Produkt interessiert ist und möchte sie gerne ein Sample haben, also so eine Probe, und dann können wir das nachher an den Markt schicken. Darum sind die Päckchen eigentlich ziemlich gross. Okay, und was gefällt dir denn so am besten? Also was machst du am liebsten oder was findest du am spannendsten? Ich finde, alles ist interessant. Weil du siehst ziemlich viel. Jetzt, ich bin im Moment im Export, aber ich habe schon
5 andere Abteilungen gesehen in meiner Lehrzeit. Und du merkst halt nachher, so, wie sich alles zusammenfügen. Durch das finde ich nicht einfach eine Arbeit spannend, sondern den ganzen Arbeitsprozess. Und dass man es verknüpfen mit dem, was du vorher mal gemacht hast. Okay, ja, mal. Das klingt ziemlich spannend. Du hast ja vor der Schule noch erwähnt. Ich nehme an, du hast auch eine Berufsschule. Wie viele Tage in der Woche gehst du in die Schule? Das ist jetzt, ich bin jetzt im dritten Lehrjahr, da habe ich nur noch einen Tag Schule im E-Profil. In den ersten zwei Lehrjahren hast du aber zwei Tage Schule. Wenn du aber das M-Profil machst, also mit der Matur, dann hast du in allen drei Lehrjahren zwei Tage Schule. Okay. Und was hast denn du so für Fächer in der Schule? Ich habe Französisch, Deutsch, Englisch, Wirtschaft und Recht und Gesellschaft, Finanzrecht und so. Das ist gesagt, alles so ein bisschen zu MT-Fach. Dann noch Informatik. Und Informatik und Englisch habe ich beides jetzt abgeschlossen im zweiten Lehrjahr. Also das hast du nur zwei Jahre. Okay. Und dann wäre noch Sport, aber dort bin ich dispensiert davon. Okay. Welche Voraussetzungen braucht man für diesen Beruf? Oder wann würdest du den Beruf als Kauffrau oder Kaufmann empfehlen? Ja, das heisst Voraussetzungen. Es ist sicher mal gut, wenn du nicht allzu schlecht in der Schule warst. Sek wird eher empfohlen, weil du nicht mehr auf dem Niveau bist, das du schon brauchst. Mit zum Beispiel in der Sprache, was das Ganze mit der Grammatik und so angeht. Das Tastaturschreiben ist ziemlich essentiell, weil ja, du bist praktisch 24/7 blöd gesagt, vor dem Computer und du machst ohne, jetzt in der WKS machst du dann auch so einen Test, wie gut kannst du Tastaturschreiben, du musst gewisse Anschläge in einer gewissen Zeit musst du, haben, sozusagen. Und ja, es gibt, sie unterstützen die eigentlich überall, was nur möglich ist. Von dem her, wenn du nicht schlecht in der Schule bist und offen und kommunikativ für mit entweder Kunden zu reden oder den Markt oder auch innerhalb des Teams, dann bist du nicht schlecht dran. Und ich denke, jeder Betrieb hat irgendwo eine Lücke, wo er so das Gefühl hat, ja, es sind gute Bewerbungen, aber da fehlt noch etwas. Und der bin ich der Meinung, dass jeder irgendetwas findet, das er auf sich zupasst. Also von dem her. Okay, ja, gut. Jetzt habe ich gesehen, ein paar nimmt es Wunder, wie viel man in der Lehre verdient. das ist im, wie gesagt, schon ein bisschen betriebsunterschiedlich. Aber so durchschnittlich verdienst du im ersten Lehrjahr 750, um die 750. Im zweiten Lehrjahr um die 950 und im dritten Lehrjahr verdiene ich jetzt 1300 Franken. Okay. Super, danke mal für deine Antwort. Jetzt, ich meine ja vorher so darüber geht, was dir besonders gut gefällt oder was du spannend findest. Gibt es denn auch so Schattenseiten oder Sachen, die du nicht so gerne machst? Ja. Ich sage gerne, wenn du Schattenseite würdest du sehen, dann ist es nicht der Beruf für dich. Ich mache meinen Beruf gerne, ich finde ihn toll, unter das sehe ich nicht so Schattenseite. Ein paar würden vielleicht sagen, ja, dass du dich halt nicht so bewegst oder so, aber das kann ich ausschließen. Ich laufe so viel bei uns über das Gelände, weil ich hier noch irgendetwas muss holen oder da noch irgendetwas muss holen. Für das kommt es ein bisschen darauf an und ich bin der Meinung, ja, wenn dir der Job gefällt, dann fallen dir Schattenseite gar nicht auf. Okay, ja. Und wie sieht so dein Arbeitsplatz aus? Wie muss man sich das so vorstellen? Bist du immer am gleichen Ort oder auch in verschiedenen Abteilungen? Bei uns ist es so, dass man auch halb Jahr die Abteilung wechselt. Du gehst eine Qualität, du gehst eine Sicherheit und in die Milchbeschaffung, weil die Milch ist ja eigentlich ein ziemlich essentieller Bereich von uns, ein Produkt. Dann gehst du einmal in Einkauf und ins Controlling, in Export und noch ins Personalwesen. Also du siehst eigentlich so ziemlich überall drei bei uns. Ja, du hast, im Moment haben alle Lernenden ein Stehpult zur Verfügung, also eins, das du automatisch kannst aufladen und runterladen. Ja, ein PC mit einem Anschluss. Dann hat es eigentlich überall so ein Stöckchen, wo du dann so kannst deine Blätter aufbewahren und
So, es ist eigentlich ziemlich simpel. Du kannst dann selber organisieren und einrichten, wie du möchtest. Okay. Gut, danke für mal. Da habe ich gesehen, jemand hat gefragt, also hast du auch Kontakt mit Kunden? Ich jetzt nicht wirklich mehr. Also was wir als Kunden sehen, sind die verschiedenen Märkte. Also zum Beispiel Nestle in Australien oder so ist für uns ein Kunde. Aber das ist ja eigentlich auch wieder wie interne Kommunikation. Von dem her eigentlich nicht gross. Das Einzige, wenn halt irgendeine Spendenanfrage kommt, das ist halt so das Einzige, was du mit externen Leuten wirklich gross zu tun hast. Okay, super. Jetzt habe ich gesehen, jemand hat gefragt, ob man bei euch, also bei der Nestle, kann Schnupperlehre machen kann. Jetzt nicht unbedingt im KV, in den anderen Berufen schon, aber was es bei uns gibt, ist, wenn man sich bewirbt, dann hat man am Morgen ein Vorstellungsgespräch und am Nachmittag so ein Schnuppern in die Arbeit, respektive in die Abteilung, wo du mit einem Lehrling, respektive zwei Lernenden unterwegs bist, wo du dann auch schauen kannst, ob der Betrieb zu dir wird passen oder ob die Aufgaben, die du machst, für dich passend sind oder nicht. Aber sonst so Schnupperlehre gibt es bei uns nicht. Okay. Super. Und jetzt, was hast du so für Weiterbildungsmöglichkeiten nach der Lehre? Also was kann man dann so machen? Ich mache jetzt das E-Profil und ich habe die Möglichkeit, noch die Matur zu anhängen. Und nachher von der da steht direkt ziemlich alles offen. Wenn du die Matur hast, kannst du nachher die Passerelle machen für ein Studium. Du kannst an die höhere Fachschule gehen. Du kannst dich sonst auf diesem Beruf weiterbilden oder auf irgendetwas spezialisieren, was dir in diesem Betrieb mega gut gefallen hat. Du kannst dich zum Berufsbildner weiterbilden, zum Praxisausbildner in dieser Abteilung, wo du arbeitest, wenn es dort einen Lehrling gäbe. Es steht dir wirklich eigentlich fast nichts im Weg. Ja, das stimmt. Also das heisst, es ist eigentlich so ein eine gute Grundausbildung und nachher hast du immer noch sehr viele Wege offen. Genau. Schaffst du eher in einem Team oder machst du deine Arbeit eher alleine? Die Arbeit an und für sich eher alleine. Die Sachen kommen aber vom Team, wo du drinnen arbeitest. Also das heisst, ich habe so wie drei Ansprechpersonen, die ich, wenn ich nichts mehr zu tun habe, auch anfragen, ja, du los, hast du mir noch etwas oder so. Aber die Aufgaben machst du dann eigentlich schon alleine. Außer das ist irgendein Projekt, wo du dann anderen Leuten hilfst oder du unterstützt. Okay. Jemand hat noch gefragt, wie kommst du so mit den Mitarbeitern zurecht? Ist es schwierig, in einem Team zu arbeiten? Oder? Wie gesagt, für das musst du die Persönlichkeit haben vom Offen und Kommunikativen. Das kommt das eigentlich ziemlich gut mit den Mitarbeitern. Es kommt dann halt auch darauf an, was deine eigenen Bedürfnisse sind, ob du lieber in einem Grossbetrieb arbeitest oder lieber in einem kleinen Team, wo zum Beispiel eine Gemeinde oder irgendwie, eine Privatbank oder irgendwie so. Aber die Leute sind eigentlich alle immer mega offen, für wenn sie einen Lehrling empfangen oder irgendwie mit einem Lehrling zu tun haben, weil sie wollen ja auch etwas von dir und dann müssen sie auch ein bisschen hilfsbereit und kommunikativ sein. Okay, ja, das stimmt. Jetzt habe ich gesehen, die Zeit ist schon fast um. Jetzt vielleicht noch so die zwei letzten Fragen. Würdest du dich wieder für diesen Beruf entscheiden, wenn du nochmal von vorne anfangen und dich nochmal entscheiden könntest? Ja, das definitiv. Weil, wie gesagt, ich habe dann so viele Möglichkeiten, was ich machen kann. Ich habe so einen guten Betrieb, der mir dann auch die Möglichkeit gibt, vielleicht mal im Ausland irgendetwas zu machen, wo mich schulisch und mental ziemlich unterstützen kann. Von dem her, ich würde es nochmal machen. Ja. Okay, gut. Jetzt habe ich gesehen, die Zeit ist leider schon um. Aber ja, danke vielmals für deine ausführlichen Antworten, Mia. Ich möchte mich aber den Zuschauern bedanken, dass ihr euch alle eingeloggt habt, dass ihr so viele Fragen gestellt habt. Und ich hoffe, ihr habt einen guten Einblick in den Beruf als Kauffrau, Kaufmann bekommen. Und falls ihr das Interview gerne nochmal möchtet nachschauen, könnt ihr das gerne auf unserer Webseite Swiss Skills Connect machen. Dort wird das Interview heute oben oder spätestens mal aufgeladen und dann könnt ihr das nochmal schauen. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag und tschüss zusammen. Ciao.